Hallo meine lieben Prospektoren, und zwar haben wir einen weiteren Patch, in dem die Solos gebufft werden. Es ist wieder ein Buff für die Solos. Ich sag wieder, wer es nicht weiß, es ist schon einiges passiert für die Solos. Ich möchte insbesondere mal auf einen Artikel hinweisen. Ich verlinke euch das, dann könnt ihr das gerne mal in Ruhe durchlesen. Das ist das Death Diary Nummer 10, da wurde mal zusammengefasst, was so während der Closed Beta damals am Übergang zum Release des Spiels alles gemacht wurde, was die Ideen sind der Entwickler, was verbessert wurde für Solospieler, so ein Auszug, so dass jeder von euch so ein bisschen die Idee hat, Richtung Matchmaking, Audio, TTK, Tools, Perks, die sind noch nicht da übrigens, die Solo-Perks, die werden noch kommen, dass also Solospieler Perks bekommen, wie auch immer die aussehen, zum Beispiel ein dritter Ausgang nur für Solospieler, das wird noch kommen, das ist noch in der Arbeit, aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Patch, und zwar 1.3.8. Dadadadam, 1.3.8, eine ganz normale Zahl, aber steckt so viel drin. Und zwar wurde das Matchmaking primär geändert und das ist wirklich interessant. Ich habe ein Video gemacht zu dem MMR-Matchmaking-System, wie das bisher funktioniert hat. Und zwar haben die Spieler einen Matchmaking-Wert bekommen. Und zwar gerichtet an das Median des Beutewerts ungefähr auf die letzten 50 oder 100 Spiele. Und je nachdem, wie hoch dieser Wert ist, werdet ihr mit besseren oder mit schlechteren gematcht. Auch da natürlich in Abhängigkeit von dem MMR. Wobei ganz wichtig, Duos und Trios ihren MMR addiert bekommen. Das heißt, als durchschnittlicher Solospieler werdet ihr mit leichten Duos und sehr leichten Trios gematcht. So ist die Idee gewesen des MMRs. Jetzt kommt das dicke Ding. Zuallererst mal wurde die Spieleranzahl um einen Punkt reduziert. Gut, das ist nicht unbedingt ein Solo-Buff, aber anstatt 20 Spieler haben wir momentan nur 19 Spieler. Ihr werdet es also etwas ruhiger haben. Das haben sie sozusagen aus den Statistiken des Spiels herausgelesen, dass das ein bisschen hauch zu viel war. Also auch hier eine leichte Änderung. Aber jetzt zum Wichtigsten, und zwar werden die sogenannten Buckets eingeführt. So nennen die Entwickler das neue System, sozusagen das neue Matching-System. Sehr, 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 sehr spannend. Und zwar gibt es 4 Buckets und diese Buckets sind praktisch Tiers, kann man sagen, in denen die Leute, sagen wir mal Schubladen auf Deutsch, in denen die Leute eingeordnet werden und gematcht werden mit anderen Leuten in derselben Schublade. 4 Schubladen, wir haben bei unserem MMR-System ja auch irgendwas in dieser Richtung vermutet, dass wir gesagt haben, ja, das könnten so ungefähr 5 Schubladen sein, vielleicht 6. Also jetzt ganz offiziell 4 Buckets, die Entwickler haben es ganz klar auf den Tisch gehauen. Und in der ersten Bucket ist es so, dass hier die Anfänger drin sind. Also wir nennen es mal wieder die Bambus-Klasse. Und zwar ist es so, hier fangen Solos erstmal an, die komplett mit dem Spiel angefangen haben. Also die sind hier drin, komplette Anfänger sozusagen. Und Duos, die, wie soll ich es jetzt freundlich ausdrücken? Sagen wir mal ganz lieb, nicht so gut sind in dem Spiel, okay? Also auch Anfänger und nicht so gut. Die werden sozusagen in diese einfachste Klasse, in die Bucket 1 gesetzt. Das Ding ist, dass die Zuordnung in diese Schubladen nicht erklärt wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass immer noch das altbewährte MMR-System hier einschlägt. Also klar, Spieler mit nicht so viel Spielzeit, da werden noch andere Faktoren mit reinspielen, wie weit ist man im Progress im Spiel und so weiter. Aber wenn wir hören Duos, die nicht so gut sind, dann können wir uns nur einen Wert vorstellen, der hier einschlägt, und das ist der MMR-Wert. Das heißt, hier wird wieder der durchschnittliche Beutewert benutzt. Und ist dieser nicht so hoch bei den Spielern, selbst in der Addition noch niedrig von 2 Spielern, dann werden diese in die erste Bucket gesetzt. Also wirklich sehr, sehr niedrige MMR-Werte. Wir sind davon ausgegangen, dass das möglicherweise ein Wert unter 5000, 6000 durchschnittlicher Beutewert sein könnte. In diesem Bereich hier könnten wir vermuten, dass es die Bucket 1 ist. So, nichts Neues bis dahin. Also Trios werden hier wahrscheinlich gar nicht reinkommen, weil so schlecht kann wirklich kein Mensch sein. Aber jetzt wird es interessant und jetzt kommen wir auch schon zu der Neuerung, und zwar Bucket 2. In der Bucket 2 kommen die Leute mit besserem MMR rein. Wir reden hier von guten Solos. Also gute Solos. Was sind gute Solos? Wir haben gesagt, dass die Silberklasse für den MMR, also für den durchschnittlichen Beutewert, ungefähr bei 8000 MMR liegt. Vielleicht so 7.000 bis 9.000 MMR. Diese Werte haben wir natürlich nicht von den Entwicklern bekommen. Das sind Schätzwerte aufgrund der Spielerlebnisse, aufgrund von vielen, vielen Berichten von Spielern, von Streamern, von uns selbst natürlich. Und so konnten wir ungefähr einschätzen, was die einzelnen Klassen sind. Also wir können vermuten, dass es hier so in dieser Gegend ist. Angefangen ab 7.000 bis 8.000, 9.000 und vielleicht so bis 12.000, 13.000. Gute Spieler.
In diesem Bereich könnte man das gut einschätzen. Außerdem nicht so gute Do's. Also ihr merkt schon, die Begriffe hier sind sehr, 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 sehr weich. Das heißt, wir können das alles zurückführen auf das MMR. Nicht so gutes Do's. Da könnten wir erwarten, dass die Leute im addierten MMR vielleicht einen Wert von unter 7000 haben, unter 8000 vielleicht. Also wenn jeder 4000 hat, dann könnten sie als nicht so gute Duos klassifiziert werden. Und Trios kommen hier ebenfalls rein in die Bucket 2. Und zwar beschrieben als Underperforming Trios. Also Trios, die wirklich von ihrer Performance her nicht optimal sind, also wirklich schlecht sind sozusagen. Aber schlecht ist immer relativ. Was ist schlecht, was ist gut, das ist natürlich auch ein bisschen gemein. Jemand, der in der Bambusklasse spielt, ist nicht schlecht. Hier steht Underperforming. Underperforming, das heißt, die Performance ist nicht so gut. Und da können wir zurückführen, die Performance wieder auf den durchschnittlichen Beutewert. Das ist ein realistischer Wert. Das heißt, Spieler, die nicht so einen hohen Beutewert haben, also auch hier wieder einen sehr, sehr niedrigen MMR. Wenn wir mal ein Beispiel von 9000, wenn wir uns daran orientieren, könnten wir uns vorstellen, dass ein Spieler ungefähr ein MMR von 3000 haben müsste. Das heißt, drei Spieler mit einem MMR von 3000 hätten gemeinsam einen Wert von 9000 und würden dann in die Bucket 2 kommen. Jetzt sagen die Entwickler, Klammer auf, this would almost not exist, also das gibt es so gut wie gar nicht. Diese Trios, die hier reinkommen. Und das passt sehr, sehr, sehr gut mit diesem Wert überein. Wenn ihr auch mal auf eure eigenen Werte guckt, wann habt ihr das letzte Mal einen 3000er MMR-Wert gehabt? Es gibt's und Leute, die schon so spielen, das ist super geil, gar keine Frage. Aber es ist die absolute Ausnahme, das muss man sich vor Augen führen. Jemand mit einem 3000er MMR, der hat, also das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Er hat entweder viel dafür getan, seinen MMR-Wert aktiv so niedrig zu halten, oder er hat noch Probleme mit dem Spiel, mit dem Genre einzusteigen ins Spiel. 3000 ist wirklich wenig, es ist wirklich wenig. Ich kenne Spieler, die haben 2500, haben mir das auch schon mal erzählt und gezeigt. Also das gibt's schon, aber ihr müsst bedenken, es reicht ja nicht mal, wenn ein Spieler diesen Wert hat, sondern die drei Spieler müssen in Addition sozusagen im Durchschnitt einen Wert von 3000 haben. Das sind wie gesagt Schätzwerte, aber dass das der Fall ist, ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, in dieser Bucket 2 werdet ihr wahrscheinlich gar keine Trios mehr treffen. Und das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, als Solospieler, als guter Solospieler, trefft ihr auf nicht so gute, also auf schlechte, wird es hier bezeichnet, Underperforming, wie auch immer man das definieren möchte, auf schlechtere Duos. Und das war's. Ist das nicht geil? Das heißt, die Trios sind raus. Ihr trefft nicht mehr auf Trios. An was erinnert mich das Ganze? Bei Hunt Showdown ist es zum Beispiel auch so. Da gibt es die ganz normale Lobby, wo Dreier-Teams gegeneinander antreten. Und dann gibt es die Solo-Queue. Und als Solospieler zum Beispiel bei Hunt trefft ihr auf Solos und auf andere Duos primär. Das heißt, auch hier werden Solos und Duos vermischt. Das ist in vielen Spielen so der Fall. Und deswegen ist es hier ein großer Wiedererkennungswert, dass gute Solos, immerhin kriegen die ja noch eine Bewertung durch das MMR, also gute Solos mit schlechten Duos gepaart werden, aber keine Trios mehr hier drin sind. Sehr, 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 sehr tolle Änderung, finde ich großartig, weil das größte Problem, egal wie schlecht ein Trio-Team ist, meine Erfahrung, egal wie schlecht ein Trio ist, als Solospieler an The Cycle Frontier, es ist dennoch schwer, gegen ein Trio-Team anzukommen. Aber ein Duo-Team, das ist auf jeden Fall machbar. Trios sind auch machbar, man muss aber schon wirklich zaubern, wirklich gut spielen und strategisch gut vorangehen und Glück haben dabei noch. Und das richtige Equipment dabei haben, die richtigen Granaten, Soundgranaten, Ablenkungsgranaten und so weiter, um da ein Dreier-Team rauszuholen. Aber gegen Zweier-Teams absolut toll. Ich finde diese Änderung großartig und die Bucket 2, ja, da werde ich wahrscheinlich drin sein. Also das konnte ich mir vorstellen, dass das meine Elo ist sozusagen, momentan jetzt gerade. Und geil, ich freue mich, bin gespannt. Im nächsten Stream dann, wie sich das dann zeigen wird, ob wir wirklich gar nicht mehr auf Trios treffen. Kommen wir zur Bucket Nummer 3. Jetzt sehen wir hier, dass in der Bucket 3 gute Duos drin sind. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass ein guter Spieler ein MMR von 8.000 bis 12.000 MMR hat, dann wären das schon über 20.000 Additionen. Also gute Duos, da gehen wir davon aus, dass das Duo vielleicht gerade mal so einen höheren Wert hat von 18.000, 17, 18, vielleicht sogar 19.000 in Addition. Also ein gutes Duo trifft hier auf keine Solos mehr. Also in der Bucket 3 gibt es keine Solospieler. Das heißt, diese guten Duos, egal wie gut ihr seid als Solo, diese guten Duos treffen nicht mehr auf euch. Wenn ihr ein Solospieler seid mit einem 40.000er MMR, dann trefft ihr nicht mehr auf diese Bucket 3. Das ist sehr, sehr interessant. Ich höre schon wieder Leute, die sagen, oh mein Gott, das ist doch viel zu krass.
da haben es die Solo-Spieler doch viel zu stark gebufft. Ja, das ist generell die Gefahr. Wir haben oft darüber geredet, viele Leute kommen in den Stream immer und sagen, ja, Solo-Spieler, mir geht's so schlecht, ich sterbe immer. Ich habe letztens eine Umfrage gesehen, warum habt ihr mit Cycle Frontier aufgehört? Und die Nummer 1 Antwort war, dass, okay, Cheater. Und Nummer 2 Antwort war, dass ich als Solo-Spieler nicht klarkomme gegen die Teams. Das war Antwort Nummer 2. Und es ist doch erstaunlich, wie viele Leute dieser Meinung sind. Ich verstehe es auch, es ist auch eine Schwierigkeit. Nur die Solos sind nun mal gebufft worden, bekommen immer mehr Kräfte. Und das ist schon eine krasse Veränderung, finde ich. Also, dass gute Solos jetzt gar nicht mehr auf Duos oder auf Trios treffen, ist schon sehr, sehr krass. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt kommen wir in die Bucket 4. Und die haben wir damals mit dem MMR-Wert bezeichnet als MMR größer 19.000. Größer 19.000, haben wir gesagt, ist bereits High Elo sozusagen. Das High MMR PvP erwartet hier einen. Und auch die Cheater zu den Zeiten, wo noch super viele Cheater unterwegs waren, ist mittlerweile ja drastisch zurückgegangen. Aufgrund verschiedenster Maßnahmen und so weiter. Aber das ist gar nicht das Thema jetzt. Aber in dieser höchsten Klasse, da waren sie anzutreffen, die Cheater, weil die logischerweise auch die höchste MMR hatten, sind nie gestorben, haben den höchsten Loot rausgenommen. Und die ganzen High PvP und die besten Spieler und die guten Teams, alle waren sie hier. Alle waren sie in Bucket 4. Wie ist es jetzt? Decent Trios, also das muss ein Wert von weit über 20.000 sein. Also da reden wir vielleicht von 25.000, 30.000 MMR oder sogar noch viel, viel mehr. Es müsste sogar noch mehr sein, theoretisch. Und exceptionally good Duos, also außergewöhnlich gute Duos. Das muss weit höher sein. Wir stellen uns mal einen Solospieler vor, der 30.000 MMR hat, mit einem Kollegen reingeht, mit 40.000, dann haben wir hier einfach mal 70.000 MMR. Also das stelle ich mir vor als Ausnahme-Duos aus extrem hohe MMR-Werte. Und Klammer auf, hier in der Bucket 4. No Solo will ever set foot here. Kein Solospieler wird hier jemals einen Fuß reinsetzen. Das heißt, hier wird wirklich nochmal ausdrücklich definiert, dass es definitiv keine Solospieler geben wird. Traurig für die Solospieler natürlich, die sich vielleicht in der höchsten Elo-Stufe wohlgefühlt haben und sich gefreut haben, auf krasse Dreierteams zu treffen. Ich meine, das gibt's auch, ist eine absolute Ausnahme. Aber ein Tod muss man nun mal sterben, wenn man das Ganze balancen will. Das heißt, ein außergewöhnlich krasser Solospieler kommt hier nicht mehr rein. Und dieser Satz heißt aber auch gleichzeitig, dass möglicherweise dieser Ausnahmespieler trotzdem noch Zugang zur Bucket 3 hat. Solo-Spieler in Bucket 3 ist nicht erwähnt worden, aber dieser Satz hier, no solo will ever set foot here, kein Spieler, der Solo spielt, wird jemals hier reinkommen, heißt ja, dass es eventuell doch sein könnte, dass er in Bucket 3 reinkommt. Das werden wir in Zukunft sehen, wie das Ganze sich einpendelt, aber so ist es erstmal gesetzt. Das heißt, Solo-Spieler, könnt ihr euch darauf einspielen als Durchschnittsspieler und auch als guter Spieler, trefft ihr nicht mehr auf Trios und die Matchups gegen andere Solos und gegen Duos dürften nochmal besser sein als bisher. Ich weiß, viele von euch haben da auch schwierigere Erfahrungen gemacht. Ausnahmen gibt's immer und ich finde, das ist auch wichtig so, dass man als Spieler auch mal auf schwierigere Gegner trifft. Das ist super wichtig in diesem Genre, weil es nun mal kein Team Deathmatch ist, sondern ein Survival-Game, wo man auch mal wirklich zettern soll und vor der Übermacht des Gegners auch mal ausweichen soll. Aber es ist auch hier wieder ein anderes Thema, da habe ich mal ein eigenes Video drum gemacht. Könnt euch gerne reinziehen, ich blende das hier oben mal ein. Wen das interessiert, meine persönliche Meinung zu dem Genre allgemein und im Speziellen in Cycle Frontier, was Solo-Queues angeht. Aber ich glaube, diese Veränderungen sind sehr, sehr gut und ich mache mir, wie gesagt, schon die längere Zeit Sorgen, dass es nicht zu gut wird, also dass wir nicht als Solo-Spieler zu viele Buffs bekommen, zu viele Benefits. Momentan werde ich wahrscheinlich aufgehängt für diese Meinung, weil keiner denkt so, es ist mir auch klar, ich selber denke auch noch nicht so, aber ich sehe halt diese Tendenz und ich hoffe, dass Jaga Games da wirklich einen schönen Weg findet. Bis jetzt ist es so, dass die Schritte, die sie machen, immer klein sind und sie machen einen kleinen Schritt gucken. Das ist genial, das ist genau richtig so. Dadurch kann man gut einschätzen, in welche Richtung das geht. Ist eine Änderung gut? Müssen wir es rückgängig machen? Müssen wir es verstärken? Abschwächen? Das ist ja ein etwas größerer Schritt hier, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen, aber sehr, sehr spannend. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sind wir natürlich später mal gespannt, wie das dann ist, wenn noch weitere Veränderungen kommen, wie die Perks zum Beispiel. Wie krass wird das Ganze? Also mal abwarten, wie diese Veränderung sein wird. Das wird sehr, sehr spannend. Und dann vielleicht noch eine kleine Randnotiz. In diesem Patch wurde auch noch die Kill-Anforderungen geändert. Das heißt, Missionen, die euch sozusagen gezwungen haben, andere Spieler zu töten, beziehungsweise auch im Battle Pass gezwungen haben, Spieler zu töten. Das wurde alles reduziert um 1 bis 2 Punkte.
Also Spieler-Kill-Missionen wurden genervt, was auch für den Solo-Spieler, der es ein bisschen locker haben will, besser ist. Aber auch für das Spiel insgesamt vielleicht ein bisschen einen freundlicheren Touch gibt, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist ein heißes Thema. Bitte dreht nicht komplett durch und flippt nicht aus. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ich finde, wir sind in der Season 1 in einer Phase, wo wir wirklich testen können. Das ist genial. Ich glaube, wenn Season 2 losgeht, dann muss es funktionieren. Und bis dahin, lass uns testen, alles machen. Ich bin dabei und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese Änderungen auswirken. Leute, ich melde mich ab. Bleibt gesund und sauber. Macht keinen Quatsch und viel Spaß bei euren Raids. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Ciao.